Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier auf Seraphim TV. Ihr wundert euch jetzt, Moment mal, ist das nicht der Retro-Prinz? Nein, ich bin nicht der Retro-Prinz, ich bin der Retro-Ronny, ich bin der uneheliche Zwillingsbruder aus zweiter Hand. Und ja, der Retro-Prinz muss sich leider entschuldigen, weil, ja, er will noch ein bisschen schlafen. Vielleicht kommt er ja später mal, aber wir machen jetzt einfach dort weiter, wo Retro-Prinz letztes Mal aufgehört hat. Ich habe keine Ahnung, wir gucken einfach mal ins Spiel rein und. Jo, sehen mal, wo er ist. Ich muss dazu sagen, ich kann leider nicht alle Stimmen genauso nachmachen wie er das letzte Mal, das weiß nur er. Aber das ist ja egal, nicht? Jetzt habe ich den Controller nicht angemacht. Ich muss mich noch ein bisschen zusammenwurschteln. Tut mir leid, wenn hier alles ein bisschen durcheinander geht, aber ich kenne mich mit dem Prinzen dafür überhaupt nicht ab. Weil ich bin ja der Ronny und nicht der Prinz. Aber egal. Mal gucken, ob der Controller hier geht. Ansonsten muss ich das Spiel nochmal neu starten, nicht? Na klar sind das meine Haare. Hallo? Hier? Alles echt Haar. Hallo? Was soll es nicht meine Haare sein? Soll das Büffelfell sein oder was? Okay, der Controller geht natürlich nicht. Wir müssen das Spiel neu starten. Perfekt vorbereitet. Oh mein Gott. Okay, nochmal. Spielen! Was heißt der geile Mütze? Eine Mütze ist sowas hier. Das ist eine Mütze zum Beispiel. Da steht ein M drauf wie. Ja, Massaker. So. Ja, es lädt, es lädt. Oh mein Gott. Die Knöpfe sind total falsch belegt. Also, ich weiß, dass letztes Mal der Prinz die Knöpfe eingestellt hat, aber irgendwie sind die wieder an anderen Stellen. Nee, oder? Ja, okay. Wir fangen mit dem üblichen Prozedur-Gedöns an. Wir konfigurieren die Knöpfe. Keine Ahnung. Ah, okay. Geht immer noch nicht. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. So können wenigstens noch ein paar Leute eintrudeln. So, sprechen bestätigen. Laufen. Abbrechen. Sprechen. Menü. What the hell? Menü ist das. So, ja. Nächstes. Im Kampfmodus bestätigen. Ups. Lalalala. Nicht war alles durcheinander. Abbrechen. Status umschalten. Charakter wechseln. Charakter. Da, hier. Hä? Im Kampfmodus stimmt doch alles. Abzug, Waffe. Ach, I understand. Weil ich mit Xbox-Controller spiele. Letztes Mal war anscheinend da. PlayStation Controller dran, ist egal, geht auch mit Xbox Controller. Okay, das haut alles hin. Flüchten. Ich verstehe. Weltmodus. Ein Aussteigen ist der. Rückwärts ist der. Vorwärts ist der. Menü ist der. Blick nach links, Blick nach rechts. Ach, das stimmt schon alles. Sichtwinkel. Jo, haut hin. Okay, gut. Mehr wollten wir nicht. Nein! Ach so, das ist ja egal. Ah. Nein! Kommen wir jetzt hier wieder raus? So. Menü. Warum ist die Abbrechtaste jetzt hier? Ah, oh, ich war verrückt. Klappt mal wieder super hier. Hä, Titus? Ich bin doch noch nie online gewesen. Das ist heute eine Weltpremiere für mich. Ronny hat noch nie gestreamt. Oh mein Gott. So, Moment. Ich muss noch mal auf den Feldmodus. Menü ist das. Was ist denn hier abbrechen? Okay, der Feldmodus war falsch eingestellt. Okay. Ah. Etfunst. Etfunst. Okay, Leute, dann sage ich noch mal Hallo bei Final Fantasy 8. Ich sehe gerade, wir befinden uns hier vor dem Galbatischen Garten und müssen kämpfen. Aber während wir kämpfen, kann ich ein bisschen labern. Ja, wir befinden uns gerade vor dem Galbatischen Garten. Also heißt das, das letzte Mal war eine Traumszene mit Laguna. Ja, wo wir gesehen haben. Was haben wir denn in der letzten Traumszene von Laguna gesehen? Ach ja, wo wir in den Ruinen waren, in so ganz komischen, in den Zentra-Ruinen. Will nicht zu viel verraten, weil wenn ich verrate, wo die Ruinen genau liegen, spoiler ich uns gemein. Aber in den Zentra-Ruinen
wo wir eben halt mitbekommen haben, wie Ward, also der Dicke aus der anderen Truppe, aus der Traumtruppe, seine Stimme verloren hat, weil er am Hals verletzt worden ist. Und ja, die sind eben halt geflüchtet dort aus der Ruine, weil das dort so alles merkwürdig ist und so ganz viele ja, Soldaten waren, die uns irgendwie dort vernichten wollten. So, ah, ach, Hera, ach, stimmt, wir hatten ja die Bestias nach Leuten benannt. Ich muss jetzt erstmal nochmal abchecken, ob hier auch wirklich alles so eingestellt ist, wie ich es haben will. Ja, das ist das A und O bei Final Fantasy VIII. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen so handhaben, wie der Prinz das macht. Bisschen gemütlich Final Fantasy VIII spielen, weil auch mein Lieblingsspiel ist Final Fantasy VIII, ist ja klar. Final Fantasy VIII ist jedermanns Lieblingsspiel. Das ist dein Befehl. So, also wir sind vom Galbadia Garten und ich glaube, ja, wir waren hier noch nicht drin, ne? Oh mein Gott. Ein geiler Garten, meiner Ansicht nach. Bloß leider hat man in diesem Garten nicht so viel zu tun. Wobei, doch später nochmal, aber das kommt noch. Nee, in den Wald gehe ich nicht zurück, weil ich weiß, ich kenne mich in dem Spiel aus, wie gesagt. Also, was heißt hier, wie gesagt, ihr wisst das ja nicht, aber genauso wie der Prinz habe ich das Spiel schon Y Million tausend Drill zartig mal durchgespielt. Und geht das hier nicht weiter? Achso, weil der Typ dort im Weg steht. Und ja, wir müssen jetzt hier erstmal an die oberste Leitung, also mit dem Direktor hier sprechen. Weil wir hier ja auf Unterstützung hoffen, weil, ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben ja das letzte Mal, also wir sind ja Seeds. Ich muss mal das alles erklären für die Leute, die das nicht wissen, die das Spiel nicht kennen. Also, wir sind Seeds, eine ausgebildete Truppe des Balamp Gardens, also einer Schule, die eben halt zur Weltrettung ausgebildet worden ist. Also sozusagen sind wie Soldaten, bloß eben halt aus einem Bereich. Und wir wurden auf eine Mission geschickt in unserer Prüfung und haben da mitbekommen, dass da andere Soldaten, galbanische Soldaten, dass die einen Sendeturm wieder aktiviert haben und haben auch herausgefunden, dass sie den Sendeturm brauchen, damit wieder gesendet werden kann in das gesamte weite Reich, in die gesamte weite Welt. Und das auch nur, damit der Präsident seine Herrschaft bzw. seine Macht ausstreuen kann. Jetzt mal so ganz übergriffen. Es ist zwar ein bisschen anders, ich sage das immer so, das ist ein bisschen kürzer erklärt, aber damit er seine Macht präsent machen kann über die ganze Welt. Und deswegen wurden wir auf die erste Mission geschickt, um den Waldeulen, glaube ich, so hießen die, zu helfen, weil war eine kleine Rebellionstruppe, die versucht hat, den ganzen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Weil die das nicht wollen. Und da haben wir rausgefunden, dass gar nicht der Präsident der Bösewicht ist, sondern dass hinter dem Präsidenten eine böse Hexe steckt, die die ganze Welt vernichten will. Und ja, dem wollen wir jetzt ein Ende setzen, indem wir eben halt nach Galbadia direkt gerissen sind. Gerissen? Ne, gereist sind. Und alles klar, Regibot. Und wir sind jetzt hier im Galbadischen Garten und jetzt müssen wir mit dem Direktor sprechen, in der Hoffnung, dass die uns Hilfe gewähren und helfen. Oder Soldaten geben oder irgendwas, irgendwie Unterstützung geben, damit wir der Hexe den Garaus machen können. Deswegen sind wir hier. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden. So, hier gibt es noch einen versteckten Torpoint. Achso, den haben wir gerade eben schon gezogen, ne? Während ich gelauert habe. Egal, dann speichern wir hier ja. Wir brauchen nicht abspeichern, wir haben ja schon vorneweg gespeichert. Okay, ich gehe direkt den Weg erstmal, weil den Garten zu erforschen macht jetzt noch keinen Sinn. Wir kommen viel, viel später im Spiel nochmal hierher und dann können wir in Ruhe den Garten erforschen. Insofern man hier Ruhe hat, nicht? Titus, ich grinde nicht auf Seraphine TV. Auch so gerne manche Leute grinden sehen. Um in den Empfangsraum zu gelangen, müsst ihr nur die Treppe hinauf. Okay. Dankeschön. Ich habe gesagt, auf Seraphine TV, also ich habe das nicht gesagt, der Prinz hat es gesagt, aber ich wiederhole das jetzt gerne. Auf Seraphine TV spielen wir das Spiel normal durch. Wir werden kein Power Grinding machen, wir werden ab und zu mal vielleicht ein Mini Grinding machen. Und da ich, so wie auch der Prinz, nicht mit Irvine groß spielen werden, nützt mir der Drachenzahn eh nichts. Also trotzdem danke für den Tipp. Wie gesagt, es ist zwar schön, dass ihr mir helfen wollt und Tipps geben wollt, aber ich kenne das Spiel. Ich spiele das schon zum zweiten Mal. Oder so. So, hier ist das Direktoriat. Hallo.
oder? Nee, Quatsch, Moment, wir müssen doch gar nicht zum Direktor. Das kommt erst später. Moment. Hä? Ich bin gerade total falsch im Gedanken. Das ist aber auch blöd, wenn man den Spielstand weiterspielt von jemandem, der das angefangen hat zu spielen. Moment, immer mal kurz in die Truppe gucken, wen wir jetzt schon alles haben. Oder haben wir die Truppe, den Heini schon? Truppe. Ach, wir haben ihn doch schon. Wir haben schon Irvine. Okay, also, kurzes Update zur Info, was ich gesagt habe. Also, wir sind nach Galbadia gerissen, gereist. Hallo Batzel, ich bin nicht der Prinz, ich bin der Ronny, Mann. Ich bin der uneheliche Zwillingsbruder zweiter Hand. Also, wir sind nach Galbadia gereist und haben dort als Unterstützung einen Sharpshooter, also einen Scharfschützen bekommen. Und wir haben einen Plan. Ja, und zwar wird irgendwann irgendwo eine Parade, ich glaube in Galbadia, ich weiß nicht, wo die Parade ist, eine Parade stattfinden. Und da werden wir ein Attentat auf die Hexe verüben. Und dazu brauchen wir ja einen. Richtig, Scharfschützen. Also den haben wir schon. Okay, gut, dann können wir ja direkt weitermachen. Nice. Das ist aber geil. Ist Titus? Nö, habe ich nicht, weil das, was ich gesagt habe, werden wir jetzt gleich sowieso erfahren. Deswegen. Nee, Chuck Norris ist nicht mein Vater, weil Chuck Norris ist nur der Vater vom Prinzen. Wie gesagt, ich bin der uneheliche Zwillingsbruder. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber da müssen zwei Männer anscheinend. Ah, nein, es ist zu früh für solche Thesen. die Haare stammen nicht von Chuck Norris. Ich bin ein bisschen neidisch auf Prinz, muss ich echt mal sagen. Wobei Prinz. Ich habe ja eigentlich eine Theorie. Vielleicht bin ich ja eigentlich der Sohn von Chuck Norris und Prinz ist der Sohn von Bruce Willis, weil ich dachte, unsere Mutter hat nämlich auch was mit Bruce Willis gehabt. Und man erkennt es ja an der Frisur von Prinzen. Er hat die Bruce Willis-Frisur. Also irgendwie. Ja, nicht spoilern, aber ist ja nicht. Ich habe das nie gesagt. Das hat Prinz gesagt. Was werft ihr mir hier alle vor? Verwechselt mich nicht, Mann. Mit hübschen Frauengeschichten. Okay, gut. Quatsch. Fango-ongo. Ach so, wir könnten ja ein bisschen Zauber ziehen. Ich bin auch blöd. Ah, Schlaf ist voll. Na, Analyse brauchen wir nicht. Okay, brauchen wir keinen Zauber ziehen. Welcher Bauarbeiterhelm? Ich weiß nicht. What are you talking? Ich laufe aber zu Fuß dorthin. Wir machen. Nee, ich laufe zu Fuß dorthin. Ich weiß doch, wo wir hin müssen. Ich laufe zu Fuß. Wir haben doch Zeit. Miau, 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 miau. Ich wünschte mir manchmal wirklich, es gäbe eine Cat Edition von dem Spiel, wo alles geklimpert durch Miauzen übersetzt wird. Miau, miau, miau. Achso, ich laufe falsch. Moment mal, wir gehen erstmal hier rein. Hier ist nämlich noch eine Stadt. Hier ist nämlich Galbadia. Jetzt zeige ich euch, man kann nämlich auch nach Galbadia. Galbadia ist die Stadt, wo mir nämlich. Okay. Galbadia ist die Stadt, wo mir unsere Siebprüfung das letzte Mal gemacht hat. Und man kann hier sogar hin. Man muss hier nie eigentlich groß hin, aber man kann hier auch hin, wenn man, ja, die Prüfung bestanden hat. Okay. Ach nee, okay, Shop-Personal heißt sie. Wenn Sie unseren Wagen nehmen, ist es schneller und sicherer. Ich lasse es sein. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ob es hier noch was gibt. Mal gucken, ob wir schon Wünschelrute haben. Ich bin auch blöd. Ich will die Musik hier so schön. Wünschelrute haben wir schon. Yes. Ich muss immer an Pinocchio irgendwie denken bei der Musik. Keine Ahnung warum. Da 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 da. Und ich muss dazu sagen, das ist die PC-Version. Und leider wurden in der PC-Version alle Audiodateien, bis auf zwei oder drei, die nämlich mit Gesang sind, durch MIDI-Dateien ersetzt. Und das ist assi, finde ich.
So, hier gibt's da irgendwo eine Timbermaniac. Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserem Hotel. Übernachten? Nö, kein Bedarf. Wir hoffen alle wirklich innig, dass Sie uns wieder besuchen. Wobei, ich glaube, wir müssen für die Timbermaniac sogar übernachten, ne? Willkommen, Sie können Ihr Zimmer am Empfang reservieren. Okay, wir übernachten ja einfach mal, die 100 Gil haben wir, ja? Übernachten für 100 Gil. Wirklich herzlichen Dank, unser grandioses Personal führt Sie zu Ihrem Zimmer. Weil in fast jeder Stadt in dem Hotelzimmer ist nämlich eine geheime Zeitung versteckt, wie hier zum Beispiel die Timbermaniacs. Aber ich glaube, das hat euch Prinz das letzte Mal schon erklärt. Eine alte Timbermaniacs gefunden und gelesen. Was die Timbermaniacs auf sich haben, kann ich mal kurz erklären. Habe ich nämlich letztes Mal, also ich nicht, aber Prinz das letzte Mal nicht gemacht. Guten Morgen, Sodi 4K. Grüße dich, willkommen. Ich weiß, dass ich vor dem Text sitze, aber ich lese den Text davor. Vielen Dank für Ihren Besuch, wir freuen uns auf das nächste Mal. Die Timbermaniacs haben Folgendes, die haben keine große Relevanz, sagen wir mal, fürs Spiel, außer für das Schulfestkomitee. Wir haben ja mitgekriegt, dass Selfie jetzt der Chef des Schulfestkomitees ist vom Ballamtgarten. Das heißt, sie organisiert eben halt alle Schulfeste, alle Feiern, die da drin sind. Und es gibt ein Schulfestkomiteesbericht an unserem Rechner, beziehungsweise in unserem Tutorial, je nachdem wie weit wir im Spiel sind. Und da können wir alles Aktuelles über das Schulfest lesen. Und in dieser Sparte werden auch die Timbermaniacs gespeichert, und zwar alle Infos, die da drinnen stehen. Und da kann man so witzige Neben- oder Sidefacts erfahren über die Charaktere, was die so in der Welt machen. Auch über Laguna erfährt man da viel. Also wenn man da noch unschlüssig ist, das ist genial. Werde ich natürlich im Stream jetzt nicht so sammeln, die Zeitungen alles vorlesen, weil das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich werde auch nicht auf Anhieb alle Timbermaniacs sammeln. Prinz wird das übrigens auch nicht tun. Und ja, mal gucken. Also nur so als kleine Nebeninfo. Also die Timbermaniacs sammeln macht schon Spaß. So, was haben wir denn für Karten? Wir könnten ja auch mal Karten spielen, das habe ich auch noch nie gezeigt. Ich hätte voll Bock mal auf Karten spielen. Haben wir den Kartenwandler schon? Moment, das muss ich mal klotzen hier. Wir haben den Kartenwandler noch nicht, Karte haben wir noch nicht. What the hell? Weil der wird nämlich wichtig für einige Items, aber egal. Nur Angehörige der Galbadia-Truppe haben ihr Zutritt. Ja, hier ging es auf dem Berg zu dem Sendeturm, aber da kommen wir ja nicht mehr hin. Hier ist noch ein Drawpoint. Schweigen gefunden. Kriegt Selfie. Ne, Moment mal. Wer hat es gekoppelt? Moment mal. Bum, bum. So, Schweigen geben wir. Hier nicht. Squall. Oh, alles geben. Auf jeden Fall. Er hat es gekoppelt. Reden wir mal noch mit dir. Komisch. Wir wollten uns doch wie immer hier treffen. Was macht mein Schätzchen? Keine Ahnung. Ob die Galbadianer irgendwann wieder einmarschieren werden? Keine Ahnung. Oh, ich find die Brille der Oma so süß, wenn die hochguckt. Ich lass die gleich nochmal hochgucken. Oh, das ist ja mal süß. Das sieht in der HD-Version sogar noch niedlicher aus. Oh, cute. Es ist gut möglich. Sie geben sich bestimmt nicht nur mit dem Sendeturm zufrieden. Warte, ich lass sie nochmal hochgucken. Guck mal auf die Oma. Die sieht so niedlich aus. So eine Oma hätte ich auch gern. Oh! Egal. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ein anderer Text stand. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Welche Gruppenaufstellung ich und der Prinz bevorzugen? Ich bevorzuge eigentlich Squall, Xel, Selfie. Wobei ich sagen muss, ich spiele ja, genauso wie Prinz, muss ich auch dazu sagen, ich spiele Job System in dem Spiel. Ich spiele nach Job System. Ich habe zwei Kämpfer. Zwei Supporter bzw. Abwehrtypen und zwei Magier. Das heißt, Selfie, Rhinoa sind die Mages. Kämpfer sind bei mir Xel und Christus. Und Unterstützer, Unterstützkämpfer, also erst Kämpfer, dann später noch nur Unterstützer bzw. Unterstützungskampf. Das macht dann Squall und Irvine bei mir. Das sind so immer Austauschcharaktere. Und ich sag schon mal, man braucht gegen Ende, man braucht zwei verschiedene Truppen. Weil gegen Ende ist das sehr, sehr wichtig, weil man die zwei Truppen einzeln separat braucht. Aber warum, will ich nicht verraten. So, wir reden jetzt erstmal mit den Typen hier. Das Auto ist so cool, mein Freund soll mir so eins kaufen.
Ne, da steht ein anderes Auto. Ich finde das übrigens nice. Es ist genau dasselbe Screen wie in der Prüfung. Aber man hat einfach mal das Auto ausgetauscht. Hier steht so ein blauer Mercedes, so ein Mercedes-ähnliches altes Auto am Anfang. Und jetzt steht hier ein grüner Rolls Royce oder was auch immer das sein soll. Gefällt dir mein Wagen? Ich habe den neulich gekauft. Naja, mir gefällt er nicht. Trabi wäre mir lieber. Wir aus dem Osten, wir sind übelste Trabi-Fans. Shop, Junk Shop. Wir gucken erstmal in den Shop rein. Was haben wir denn hier alles? Geputzion. Naja, nichts Besonderes. So, und was macht der Junk Job? Yeah. Den Revolver haben wir schon. Uns fehlen noch Eisenrohre. Maverick. Also ich muss unbedingt bei Gelegenheit. Moment mal. Diese Kartenfähigkeiten erlernen. Wir machen erstmal Karte. Weil wir müssen aus Karten Gegenstände zaubern, weil sonst farme ich mich zu Tode. Ja, ja. Oh, da oben gibt's eine Karte. Oh fuck. Dieser Typ da oben hat eine seltene Karte. Aber die werde ich mit meinen jetzigen Karten noch gar nicht kriegen. Ging's denn hier rein? Ach, dort. Lass mal mit dir reden. Er ist aber spät dran. Unser Stammlokal ist pleite gegangen. Ich habe ihm ja gesagt, dass wir uns deswegen vor der Kneipe treffen wollen. Nein, kein Kartenspiel. Das ist die Freundin von dem Typen, der auf dem Marktplatz. Er wartet auf dem Marktplatz vor der Kneipe und sie wartet hier vor der Kneipe. Das ist ja mal lustig. Das ist ja mal ein Pärchen. Ach, ich liebe die Gags in dem Spiel. Die sind so schön versteckt, aber trotzdem lustig. Deswegen immer schön in Rollenspielen mit Leuten reden, weil sonst kriegt man die Gags nicht mit. Ja, man muss erst die Karte, man muss erst Karte lernen und danach kann erst die Bestia Kressakottl Kartenwandler lernen. Weil andersrum geht's nicht. Ich verweigere GFs, nur im Notfall oder nur mal um zu zeigen. Ich bin ein reiner Human Fighter und kein Bestia-Kämpfer. Weil das Problem ist, wenn man nämlich mit Bestia kämpft, ist man am Anfang von CD4, ich will jetzt nicht spoilern, sehr aufgeschmissen. Weil ab da an, wenn man ab da an keine gute Kampfgruppe hat und nur sich bis dahin auf die Bestia verlassen hat und nicht kämpfen kann, dann ist man aufgeschmissen, weil dann nützen einen die Bestia nichts mehr. Und am Ende, im letzten Fight, beziehungsweise auch schon in dem letzten Dungeon, nützt einen das auch nichts, wenn man sich auf die Bestia verlässt. Das Spiel trollt einen und sagt so, du hast die ganze Zeit die übermächtigen Bestia benutzt, jetzt bist du am Arsch, spiel das Spiel nochmal von vorn. Aha, das mache ich nicht. Und ich werde auch keine OP-Zauber wie Aqua, na Aqua ist nicht OP, aber Beben oder sowas, Mega-Farm, das mache ich nicht. Ich bin ein zauberfreier und bestiafreier Spieler, wobei Zauber nutze ich ab und zu mal, aber nicht zum Kämpfen, sondern nur zum Unterstützen. Titus, jetzt fängst du schon an zu spoilern, aber naja. Ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nur? Nimm mich, du bist blond, hast grüne Augen, lass mich raten, braune Augen, blaue Augen. Gar keine Augen. Ach egal, nehme ich doch nicht. Das ist halt so. Was meinst du das? Ich meine, es ist doch besser, wenn wir alle in Frieden leben. Das ist halt so. Jo, genau. Ich sollte aufhören, Sachen zu essen, die auf dem Boden liegen. Oh mein Gott. Ein Glas nach der Arbeit ist immer was Feines. Was laberst du denn da? Was laberst du denn da? Du bist doch schon seit heute früh hier. Wirklich? Ja, Feierabend ist ja immer nach der Arbeit, egal wie spät. Okay, bis später, Kiwi. Ja, aber mit der Frage hast du trotzdem schon gespoilert. Weil du hast einen Namen genannt, von dem die Zuschauer noch nichts wussten. Aber ist egal, ich streite mich darüber jetzt nicht rum. Ich spiele einfach. Hallo Barkeeper, nein, ich will nicht mit dir reden. Was? Ah, die haben neuen Text gesagt. Oh, Mist, Moment nochmal.
Aber jetzt sagt er wieder den ersten. Moment, den zweiten Text will ich jetzt auch noch lesen. Achso, ein Glas nach einem Spielchen ist immer was Feines. Was laberst? Spielchen? Das mag wohl stimmen. Okay, was mit Spielchen gemeint ist, natürlich das Kartenspiel. Barkeeper. Willkommen, wir haben hier sämtliche Weinsorten. Bier? Kinder haben hier nichts zu suchen. Ja, leider sind wir alle Kinder, weil die meisten Personen hier in der Truppe unter 18 sind. Also gerade 17 so. Ach, ist egal, ob ihr mich ablenkt oder nicht. So, wir safen hier mal ab. Zum Speichern des Spielstandes das Menü öffnen, ja. Wir werden mal versuchen, ein bisschen Karten zu spielen. Auch wenn wir hier nicht gewinnen werden, weil die haben hier alle OP-Karten. Und unsere Karten, die wir haben, mit denen können wir eigentlich nicht gewinnen. Aber wir probieren es einfach mal. Du willst also unbedingt spielen? Ja. Na gut, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Lass mir also auch eine Chance. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. So, also. Oh mein Gott, Random Hand. Das Kartenspiel, wie das funktioniert, werde ich jetzt gleich mal erklären für alle, die das nicht kennen, die es noch nie gespielt haben. Wir fangen immer ein Spiel an, indem wir die Leute oder die meisten Leute, man kann mit fast allen Leuten in dem Spiel Karten spielen. Das ist so ein internes Spiel im Spiel, also sozusagen Spielception. Und das ist ein Spiel, in dem man Stunden verlieren kann, weil das Spiel kann wichtig sein fürs Hauptspiel, weil man nämlich Karten gewinnen kann in dem Spiel, weil das ist nämlich ein Trading Card Game. Das ist so richtig geil. Man kann Karten sammeln und aus den Karten kann man mit den richtigen Items sogar, mit den richtigen Abilities sogar Items wandeln. Das heißt, man kann Kartenspiele suchten, Karten gewinnen, daraus nützliche Items erarbeiten und das ist richtig geil. So, man fängt das Spiel immer an mit einem Regelwerk. Das heißt, am Anfang werden einem die Regeln erklärt. In jede Region in dem Spiel, also jedes Land, jede Stadt in diesem Spiel haben eigene Regeln, die sich aber ändern können während des Spielverlaufs, weil wenn wir mit den Leuten spielen, zum Beispiel hier in Galbadia und dann gehen wir zurück nach Balamb und spielen dort mit den Leuten, merken die Leute, halt mal, Moment mal, der hat schon in Galbadia gespielt, der hat neue Regeln, lasst uns doch mal die neuen Regeln probieren und mit etwas Glück kann man sogar Regeln mitnehmen in andere Städte, beziehungsweise mit etwas Pech, je nachdem welche Regeln die Leute annehmen. So, also in dieser Region, das ist das erste Mal, dass wir spielen, deswegen kriegen wir nur die Standardregeln, haben wir die Regel Random Hand, das heißt, die Karten, die wir spielen dürfen, werden zufällig aus unseren gesamten Karten gewählt. Da wir wenig Karten haben, ist das natürlich sehr, sehr gut, weil da ist die Chance hoch, dass wir die besten Karten mit drin haben. Ansonsten, wenn man viele Karten hat und vor allem viele kleine Karten, ist das scheiße. Element bedeutet, jede Karte oder fast jede Karte hat einen bestimmten Elementtypen, wie bei Pokémon. Feuer, Wasser, Eis, Elektro und so weiter und so fort. Und auf dem Feld, das wird ein Feld sein, ein Kartenfeld, wo man die Karten drauflegt, sind bestimmte Elemente markiert. Auch ein Feuerzeichen, ein Blitzzeichen, ein Eiszeichen. Und wenn man eine Karte auf dem jeweiligen Element legt, mit dem Element, was die Karte hat, wird die Karte um einen Punkt verstärkt, sozusagen. Legt man die Karte aber auf ein Feld, was nicht dem Element spricht, was die Karte hat, zum Beispiel Eis auf Feuer oder Eis auf Blitz, dann ist die Karte einen Punkt schwächer. Und die Tauschregeln sind One, das heißt, derjenige, der ein Spiel gewinnt, darf aus den umgedrehten Karten des Gegners, also aus den Karten, die er vom Gegner besiegt hat, darf er sich eine aussuchen, die er dann rausnehmen darf. Das heißt, jeder spielt 5 Karten. Wenn ich jetzt gewinne, darf ich aus der Hand, also aus den 5 Karten von dem Gegner, mir eine wegnehmen. Die hat der Gegner dann nicht mehr. Genauso ist es aber auch andersrum. Wenn der Gegner gewinnt, darf der aus meinen 5 Karten sich eine rausnehmen und die besitze ich dann nicht mehr. Also das heißt, es ist wirklich auch sehr risky. Okay, dann spielen wir mal. Und wir haben eine starke Karte drin. So, ihr seht schon, dort auf dem Feld ist so ein Blubberblasenzeichen. Das ist ein Giftzeichen. So, wie funktioniert das? Also Elementargift. Wie funktioniert das? Ihr seht hier ein Feld, es ist eingeteilt in 9 Felder. 3 oben, 3 Mitte, 3 unten. Sieht aus wie ein Minimal-Schachbrett. Und man wählt jetzt eine Karte aus. Ich fange mal mit der an. Und die muss man jetzt irgendwo hinlegen. Zum Beispiel hier oben rechts in der Ecke. Jetzt ist der Gegner dran und legt auch eine Karte. So, was hat das jetzt mit den Zahlen auf sich? Ja, die Zahlen, ihr seht, es sind 4 Zahlen drauf. Links bei diesem Blitztypi zum Beispiel ist oben eine 1, unten eine 4, links eine 7, rechts eine 6. Und bei der Karte, die ich gespielt habe, das ist die Geira-Karte, da ist oben eine 2, unten eine 4, links eine 4 und rechts eine 1.
Die Zahlen sind Angriffswerte und Abwehrwerte. Das heißt, jede Zahl, die da drauf steht, steht für Angriff, gleichzeitig auch für Abwehr. Das heißt, zum Beispiel meine Gyra-Karte, die ich gespielt habe, hat nach links Angriff 4 und Abwehr 4. Nach rechts Angriff 1, Abwehr 1. Nach unten auch 4-4 und nach oben 2-2. Legt man jetzt eine Karte an, die im höheren Wert ist als die Karte, die den Wert berührt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Teufelskarte, die Diabolus-Karte. Die hat einen Angriffsabwärtswert nach oben mit 5. Würde ich die jetzt hier drauflegen, würde die Karte oben drüber in blau färben. Also Gegnerfarbe ist rot, unsere Farbe ist blau. Unser Ziel des Spiels ist es, so viele Karten wie möglich in blau zu färben, ist ja klar, damit wir gewinnen. Wer am Ende die meisten Farben von sich hat, der hat gewonnen. Würde ich jetzt hier die Teufelskarte hinlegen, also hier unten drunter, würde ich die oberste Karte umdrehen, weil wir ja 5 schlägt die 4 sozusagen und hätten damit die Karte umgedreht. Der Gegner kann das gleiche natürlich auch machen, würde er jetzt hier zum Beispiel, würde er jetzt die Diabolus-Karte besitzen und würde die dort oben hinlegen, wo der Mauszeiger gerade ist, also hier oben. Dann würde er natürlich nach rechts mit einem A-Angriff. A ist das höchste, was es gibt. A bedeutet 10. 9 ist der höchste Wert. A ist noch eins höher, also 10. Also Ass sozusagen. Der würde die 4 schlagen, weil A ist höher als 4. Und dementsprechend würde er, wenn er die Karte hätte, die Gyra-Karte, also die rechte Karte, in Rot färben. So. Aber das Problem ist, ich kann jetzt die Diabolus-Karte zum Beispiel unten nicht hinlegen. Weil hier unten ist ein Gift-Element und Diabolus hat gar kein Element und würde entsprechend einen Minuswert drauf kriegen, soweit ich weiß. Und würde eben halt nach oben nicht Angriff 5 haben, sondern Angriff 4, das wäre der gleiche Wert. Und würde dementsprechend auch nur 4 machen und die Karte würde sich nicht umdrehen. So. Deswegen muss man taktisch überlegen, wo man welche Karte hinspielt. Ich würde ja mal fast behaupten, wir spielen hier meine hin. Es kann sein, dass wir verlieren. Jetzt wird er oben drüber. Okay, das war very gut. Seht ihr das? Er hat mit dem Dino jetzt da oben. Hier mit 6 hat er die 4 geschlagen. Jetzt ist sie rot geworden. Ihr seht unten links und unten rechts. Meine Zahl seht ihr leider nicht, weil ich davor sitze. Aber der Gesamtwert ist immer 10. Das heißt, bei ihm steht eine 5, bei mir steht eine 5 unten drunter. Er ist jetzt ein bisschen doof durchs Overlay, weil ich das Bild gestretched habe heute auf dem ganzen Bildschirm. Das zeigt uns an, wie viele Karten den jeweiligen gehören. Also die Handkarten gehören ein, plus die Karten, die auf dem Feld sind. Er hat halt 6 rote Karten, 3 Handkarten, 3 Karten auf dem Feld. Das heißt, er hat 6 Punkte und ich habe dementsprechend 4 Punkte. Also die Zahlen sind immer eine Differenz von der 10, also immer aus der 10. Das heißt, wenn er 5 hat, habe ich 5. Wenn er 3 hat, habe ich 7. Wenn er 2 hat, habe ich 8. Wenn er 1 hat, habe ich 9. Wenn er 0 hat, habe ich 10. Ist ja Logo und andersrum. Okay, wir müssen natürlich versuchen, den Ganzen zu kontern. Und dementsprechend... Oh, fuck. Ich habe verloren. Ich habe gewonnen! Juhu! Gewonnen. Und jetzt dürfen wir uns hier eine Karte aussuchen. Da wir noch gar nicht gespielt haben, da wir noch nie gespielt haben, haben wir auch noch nie eine Karte gewonnen. Und das heißt, alle Karten, die wir noch nicht in der Sammlung haben, werden mit blauen Namen angezeigt. Wie zum Beispiel Guy's Eye, Blitzer, Küstchenkarte, Eskriecherkarte, Archidino. Wenn man die Karte schon mal hatte im Deck und nicht mehr besitzt, dann wird der Name unten gelb angezeigt. Und wenn man die Karte schon im Deck hat, ist der Name unten einfach nur weiß. So, den Archdino nehme ich nicht, weil der Archdino ist auch leicht zu bekommen im Kampf. Da wird viel gespielt. Die Eskriecher-Karte hole ich auch nicht, weil die ist auch leicht zu bekommen. Und die Guy's Eye-Karte hole ich auch nicht, weil sie ist auch leicht zu bekommen. Schlau wäre es hier, entweder die Küstchenkarte zu nehmen oder die Blitzerkarte. Wobei Küstchen eher meine Wahl ist, weil Blitzer spielen viele Leute. Küstchen spielen eigentlich nicht so viele Leute. Archdino spielen übrigens auch viele Leute. Den auch und den auch.
Und warum nehme ich jetzt nicht Archdino? Ganz einfach, auch wenn er stärkere Werte vielleicht hat als Küsschen, ganz einfach, weil sowieso hier Random Hand ist, ist das egal, weil das Glück, ob mit denen nur kriegen oder nicht, ist so gering. Deswegen nehme ich die. So, jetzt gehe ich natürlich speichern, weil man sollte nach jedem Kartenspiel speichern, vor allem in so einer Region, wo Random Hand die Ober Random Hand hat sozusagen. Weil das Problem ist, wenn man nämlich verliert, verliert man meist die stärkste Karte aus seiner Hand. Und das wäre Diabolos gewesen. Und Diabolos ist eine seltene Karte, beziehungsweise eine einmalige Karte, die man nur einmal im Spiel bekommt. Wenn die weg ist, ist die weg. Aber man kann bei einem Rematch die Karte wieder zurückgewinnen. Das Problem ist bloß, bei Random Hand ist es erstens mal gering, dass der Gegner die Karte direkt in der Hand hat. Und zweitens ist es auch schwer, die wieder zu gewinnen, weil man hat ja am Anfang kaum hohe Karten. Und wenn man die höchste Karte nicht mehr hat, hat man niedrige Karten, hat er eigentlich keine Chance mehr, die zu gewinnen. Die Chance hat man 3-4 Mal nacheinander, die Karte wieder zurückgewinnt, danach ist die weg. Es kann zwar passieren, dass irgendwann mal randomized die Karte wiederkommt bei dem Gegner, wo sie verloren hat, aber er spielt sie meistens nur 2-3 Mal direkt in der Hand. Danach benutzt er sie so gut wie nie wieder. Also wie gesagt, immer schön speichern, wenn ihr wisst, es wird ein sehr risikoreicher Kartenkampf, weil wenn man laden kann, dann ist alles wie zuvor. So, hier vorne liegt noch eine Zeitung. Die würde ich gerne mitnehmen. Kann man die nicht mitnehmen? Reden wir es mit dem. Wollen wir? Was denn? Wenn ich das wüsste. Wollen wir? Na, ja, das sagen wir mal klar. Willst du das wirklich? Ja doch, ich will es. Karten spielen. Yo. Oh mein Gott. Okay, gleiche Regeln wie gerade eben. Man kann auch Kartengesetze löschen, aber das kostet Geld. Oh, wir haben die Ifrit-Karte drin. Oh, und wir haben Elementarunterstützung dort unten in der Ecke, wo es uns was nutzt. Aber es wäre unklug, die jetzt dort unten reinzusetzen erstmal. Biu, 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 biu. So, es wird ein Unentschieden, glaube ich. Ja. Deine Technik ist noch mäßig. Hallo, das war schlau. Lieber ein Unentschieden spielen, als zu verlieren. So, ich glaube, wir müssen gegen den gewinnen. Wollen wir? Ja, klar. Willst du es wirklich? Ja, doch. Karten spielen? Ja. So, gegen den müssen wir einmal gewinnen. Oh, jetzt haben wir Kackkarten. Ich glaube nicht, dass wir die starke Karte kriegen. Im Notfall gehen wir später nochmal hier in diesem Bereich. Die Mucke, die kann eben manchmal auf den Geist gehen. Vor allem das Schlimme ist, wir haben keine Elementarkarten. Oh nein. Ja, wir haben verloren. Dit war's. Nein. Ahaha, du brauchst mehr Übung. Okay, gut. Geht dir kein Quick Reset? Doch, das geht. Ah! Warum geht dir kein Quick Reset? Moment, das müssen wir hinkriegen. Es geht kein Quick Reset. Oh, Leute, egal. Scheiß auf die eine Karte, die wir verloren haben. Welche Karte warten lassen? Das war keine wichtige Karte. Die Stichraubenkarte, okay, ist nicht so wild. Okay, ich werde. Normalerweise muss man gegen den gewinnen. Danach rennt er dann hier hinter. Ah, halt! Da geht's zu meinen Privaträumen. Ja, dann rennt er hier hinter und dann muss man nochmal gegen ihn kämpfen. Und dann hat er eine ganz starke Karte. Und die Karte holen wir uns vielleicht später. Also, was heißt eine ganz starke Karte? Das ist eine seltene Karte. Aber das kann man erst machen, wenn man wirklich starke Karten in der Hand hat. Oder man sollte das so machen, dass man viele starke Karten in der Hand hat. Und dann sollte man alle schwachen Karten, die man nicht braucht, einfach mit Kartenzauber oder wegzaubern. Dann kann ich nur noch Random Hand aus den starken Karten wählen. So, das ist der Hund, den wir damals gerettet haben. Oh, eine Maus. Eine Maus, eine Katze. Hä? Hey, bleib mal hier, Typi. Das geht bei der Steam-Version leider nicht so, die Titus.
Bei der Steam-Version haben sie die Reset-Funktion abgeschalten. Das funktioniert nicht. Was ein weißer Knochen? Was ist das für ein Gekritzel? Warum schmierst du mein Bild immer dann voll, wenn es fast fertig ist? Schluss, aus, finito, ich brauche Abwechslung, ich gehe zum Strand. Das nächste Mal werde ich dich am Hals kitzeln, verstanden? Was ist denn das für eine Bestrafung? Wenn man was Böses macht, wird man am Hals gekitzelt. Sehr schön. So, der Junge hat hier ein, man merkt, das ist der Marktplatz, ein Knochen hingekritzelt. Ein weißer Knochen. Dieses Motiv kenne ich. Das ist der Marktplatz, mein lieber Schatz, mein lieber Schatz. Ich hasse normale Bilder, der weiße Knochen ist Kunst, meine Originalität. Ein Künstler braucht schöpferische Ideen, das meinte doch mein Opa. Okay. Ey, immer wenn man ranläuft, sagt er das mit dem weißen Knochen. Ich brauche nicht mal was drücken. So, gibt es hier hinten noch was? Okay, hinten scheint es nichts mehr zu geben. Okay, dann gehen wir wieder raus. Und ihr merkt schon, ich laber mit vielen Leuten. Hier war doch mal ein Hund. Wo ist der geblieben? Und die Katze fällt jetzt von alleine runter. Hi! Meinst du nicht, dass die Stadt sauberer geworden ist? Allerdings. Du weißt die Arbeit eines Profis zu schätzen. Red mit mir. Red mit mir! Wo bist du? Da hinten? So, wo steckt wohl mein Bruder? Sagen wir das andere noch. So, wo steckt wohl mein Bruder? Ach so, das ist, glaube ich, so eine Nebenquest. Ich glaube, wir haben es schon verbockt. Aber ist egal. Ach, hier steckt er. Da haben wir doch das Richtige gesagt. Wie kommt man denn zu dem Bruder? Ach, hier. Psst, ich spiele Verstecken. Okay, dann tu das. Hallo Rebecca, Sion und hallo Foolish Guru. Sei gegrüßt. Oder seid gegrüßt. So. Der Typi ist natürlich jetzt am Strand gegangen, hier vorne, Muscheln suchen oder so, keine Ahnung. Gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. So. Er zeichnet bestimmt das geheime Versteck für den Hund hinein. What the hell, das geheime Versteck für den Hund? Der hat von dem Jungrad gesprochen, der Knochen hat anscheinend doch was zu bedeuten. Mein Enkel kritzelt immer irgendwas rein, wenn ich ein Bild fast fertig gemalt habe. Mag er dich? Ob er mich mag? Das glaube ich nicht. Okay, das geheime Versteck für den Hund. Kann ja sein, dass da was versteckt ist. Deswegen ist auch der Hund nicht mehr da. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Fragt ihr mich jetzt wieder, wo der ist? Wo ist er? Hier. Wo bist du? Huch. Mensch, Alter, stör mich nicht. Alter? Sehr schön. Hallo HZN1, sei gegrüßt. Vor allem Squall ist 17 oder so. Hier kommt man nicht rein, scheiße. Guck mal, hier ist das Zeichen von Injustice drauf. Aber egal. Das gab's damals noch gar nicht, das Spiel. So, wir reden mal mit dem Typen. Hallo. Hallo, nicht gegen mich laufen, reden. Der redet nicht mit mir. Oh ja, oh. It's romantic. Oh, ich wusste doch, mit Squall stimmt was nicht. Er steht auf Hunde und Männer. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah, jetzt redet er mir. Mutti, wie es ihr wohl geht? Ob es Vater auch gut geht? Seit 5 Jahren war ich nicht mehr daheim. Ich schäme mich dafür. Für den Text haben wir so lange gewartet. Ja, wir werden alle Bestias holen in diesem Spiel. Und dann sind wir wieder hier. So, wir gehen aber nochmal, wir gehen nochmal zum Marktplatz. Weg den Knochen. Ah, guck mal hier, 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 hier. So, der Knochen war hier eingezeichnet, hier irgendwo. Aber hier gibt es noch nichts. Also gehen wir mal zum Hund.
Ein weißer Knochen. Da könnte etwas sein. Nicht nachschauen. Na doch, schau mal nach. Ein weißer Knochen, da könnte was sein. Da schauen wir mal nach. Ja, das Spiel wurde schon mal komplett durchgespielt. Auf diesem Account, wo ich spiele, sind schon alle Achievements freigeschalten. Nachschauen. Eine Potion erhalten. Ah, seht ihr? Es hat sich gelohnt, die Nebenquest. Ist zwar bloß eine popelische Potion, aber egal. Besser als nix. Okay, dann gehen wir raus und gehen jetzt endlich mal dorthin, wo wir hinwollen. So, Galbadia ist ja nicht der richtige Ort. Das ist der Grund, warum ich auch gelaufen bin, weil vor uns hat ja der ein oder andere schon gemeckert. Ich glaube, Titus war's. Der Bahnhof ist aber beim Garten und fahr mit dem Bahnhof. Aber ich will ja euch ein bisschen was zeigen, beziehungsweise ein bisschen verstecktes Grinding machen. Ihr denkt alle, ich zeige euch was, dabei grind ich bloß nebenbei. Nein, Quatsch. Aber ich nenne es gerne verstecktes Grinding, weil man ja nebenbei Sachen bekommt. So, und jetzt laufen wir eben halt zu Fuß dorthin, wo wir hin müssen. So. So, dann wollen wir mal ein bisschen lagern. Weil die sind ja nicht stark. Was? Könnte jetzt ein bisschen dauern, aber wir haben ja Zeit, ne? Wir haben 8 Stunden Zeit circa. Beziehungsweise nur noch 7 Stunden. Die erste Stunde ist ja schon vorbei. Woohoo! Mann, die Zeit vergeht immer so schnell bei Final Fantasy 8. Warum? Es gibt ja Leute, die schaffen das Spiel unter 10 Stunden oder in knapp 10 Stunden durchzuspielen. Man nennt sie Speedrunner. Hätte ich nie den Bock dazu, das so durchzurushen. Mein Lieblingsspiel im Spiel. Meine Lieblingsstelle ist am Anfang, wir waren ja in Dolet, das war gar nicht Galbadia, wo wir gerade waren, das war Dolet. Ich habe euch belogen. Wir gehen ja jetzt erst nach Galbadia. Meine Lieblingsstelle ist wirklich die Seed-Prüfung am Anfang. Die spiele ich so gern. Meinetwegen könnte das ganze Spiel aus Seed-Prüfungen bestehen. Das ist meine absolute Lieblingsstelle in dem Spiel. Was aber nicht bedeutet, dass der Rest des Spiels natürlich schlecht ist. Weil nämlich der letzte Dungeon, ich will jetzt noch nichts verraten, ist zum Beispiel auch geil. Den mache ich auch sehr gerne. Deswegen lohnt sich das Spiel auch bis zum Ende zu spielen. Und was ist deine, wenn ich mal fragen darf? Ihr dürft mir auch gerne mal schreiben, was eure Lieblingsstellen in Final Fantasy 18, wenn ihr es kennt. Bitte möglichst spoilerfrei. Also wenn ihr vom letzten Dungeon redet, dann benennt ihn bitte letzten Dungeon zum Beispiel. Weil es gibt Leute, die kennen das noch nicht und naja. Es ist möglich, 100 Punkte zu bekommen, auf jeden Fall. Aber da darfst du am Anfang wirklich nicht grinden und musst auch... Zum Beispiel, du musst in der Feuerhöhle, was sehr, sehr schwer zu schaffen ist, zum Beispiel, musst du es schaffen, Ifrit, du musst 20 Minuten einstellen, musst es aber schaffen, Ifrit innerhalb der letzten 30 Sekunden zu besiegen. Dann bekommst du 100 Punkte für die Feuerhöhle. Du darfst aber in der Feuerhöhle nicht so viel kämpfen davor. Also möglichst wenige Kämpfe davor machen, also reinkommen. Sobald wie du einmal reingekommen bist, egal ob du flüchtest oder nichts, ist das schon ein bisschen negativer Wert. Also das heißt, mit direkt hin zu Ifrit, Ifrit-Kampf machen, warten bis die Zeit fast abgelaufen ist, ihn zu besiegen. Das ist das Schwerste mit. Zum Beispiel, du darfst mit niemandem groß reden vorneweg, vor allem nicht in der Dolet-Mission. Den Hund darfst du nicht vergessen.
Und es kommt manchmal darauf an, welche Antworten du gibst. Zum Beispiel bei dem Gespräch am Anfang vor der Prüfung. Es ist schaffbar. Oh, Zodiac. Das tut mir leid. Es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe es auch schon geschafft, aber da muss man wirklich viel mit Safe spielen, also mit Speicherständen. Mit mehreren Speicherständen und man braucht Geduld. Aber die Mühe mache ich mir nicht mehr, weil es ist eigentlich egal, welchen Rang man am Ende kriegt, weil man kann sehr schnell... Oh, Hitzewandler, sehr nice. Sehr schnell hochleveln. So, Abilities. Jetzt haben wir den Hitzewandler. Mit dem Hitzewandler. Also, wir haben den Lebenswandler mit dem Hitzewandler. Das sind die Abilities, die... Support Abilities, die beziehungsweise die Items Abilities, die Bestia lernen können, und die Hitze, der Hitzewandler ist von Alfred Hitchcock, und das ist der Hitzewandler. Das heißt, wir können aus bestimmten Gegenständen Feuerzauber machen. Zum Beispiel aus dem Zaubersplitter könnten wir Feuer machen, was aber sinnlos ist, weil Feuer kann man sehr leicht ziehen. Ah, stimmt, die optionale Forschungsinsel ist auch super. Die werden wir natürlich auch machen. Titus, ja, das ist eine geile Stelle, aber ich meine, der HZN1 meint bestimmt die Lieblingsstelle, die man selber spielen kann. Am Anfang den Fight kann man ja nicht selber spielen. So, Lebenswandler, mal gucken. Zaubersplitter, da kann man Vita draus machen, ist auch nicht so pralle. Oh, das Gefängnis hasse ich auch. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, du lernst Karte. Oh, haben wir gerade mal 44. Elementarangriff. GF-Magie. Okay. So, du lernst jetzt erstmal HZN1. Ich sag im Namen von Seraphin TV vielen, vielen Dank für das Follow. Und falls du Interesse hast an Gameplays von Retro Prinz, dann kann ich dir auch empfehlen, einfach mal in die Beschreibung zu gucken. Da steht auch ein Link zu seinem Kanal. Beziehungsweise auch Links zu allen anderen Kanälen, die hier streamen. Also alle anderen Streamer. Nicht nur Retro Prinz ist super, sondern auch Miss Mad Owl zum Beispiel. Sie spielt sehr viel Sandbox-Games, aber auch so randommäßig Indie-Games wie Isaac und sowas. Oder eben halt zum Beispiel Calamansi. Sie streamt sehr viel Guild Wars 2, wenn sie streamt. Ja, und müsst ihr euch mal durchklicken, überall steht so ein kleiner Stichpunkt und drunter einfach mal draufklicken, mal auf den Kanal gucken, vielleicht die letzten Streams gucken. Lohnt sich auf jeden Fall mal der ganzen Truppe mal so einen kleinen Truppenrush zu machen und mal zu gucken, wer was streamt. Wie gesagt, Retro Prinz ist mehr so Retro-Bereich tätig, spielt viel alte Spiele. Ich sag extra viel alte Spiele, weil es kommt auch manchmal etwas Neueres, wie zum Beispiel Bayonetta 2, wenn es raus ist. Aber ansonsten viel Altes, momentan ist dort Final Fantasy angesagt. Darf ich dich fragen, was Fischfins ist? Ich bin dumm. Sagt mir jetzt überhaupt nicht. Okay, gut. Wir lernen erstmal Stärke plus 40. Das macht uns das Leben nämlich viel, viel leichter. So, hier gibt es noch Nebenmissionen. Ich weiß noch nicht, ob wir alle Nebenmissionen machen. Das überlege ich mir mal noch. Ich glaube, sobald wie wir ein bestimmtes Vehikel haben, werden wir wohl doch alle Nebenmissionen machen. Aber dann mit Lösung, weil aus dem Kopf dauert das ewig. Nicht? Das Raketensilo. Ah, ja, das ist auch geil. Auf jeden Fall, Titus. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ah, das ist echt geil. Stimmt. Es gibt so viele schöne Stellen in dem Spiel. Ach, da sind wir ja schon. Oder? Ne, hier muss man nicht hin. Es gibt sau viele gute Stellen in dem Spiel, muss ich sagen. Es ist schwer, sich für welche zu entscheiden. Genau, also Titus bin ich zu viel verraten, aber genau das. Wir wollen mal gucken, wo wir hin müssen. Wie ruft man denn die Karte auf? What is the map button? Ach, hier. So, wir sind hier und wir müssen nach Deling City, dorthin. Ich bin auch blöd, ich bin genau in die falsche Richtung gerannt. Okay, wir müssen da rüber. Egal, wir haben Zeit.
Ach so, Fischflossen, ja. Fischflossen kann man ja auch am... Stimmt, das ist eine gute Idee. Wollen wir Fischflossen farmen? Ne, unten in dem Zugtunnel war kein Zauber, da war ich ja gerade eben. Ah, Fischflossen bekommt man Aqua, das stimmt allerdings. Aber es gibt, glaube ich, einen Umwandler, der auch was anderes... Ach, meine Haare. Die storzeln ein bisschen. Windfedern. Zustandsmedizin. Wir müssen sowieso erst noch einen Wandler. Okay, wir haben eine neue Ability. Die Zustandsmedizin erzeugt Zustandsheilmedikamente aus Items. Das heißt, Augentropfen, Gegengift und sowas können wir aus Items verwandeln. Wie zum Beispiel aus Schlaffutter können wir eine Megapille machen. Megapille bedeutet, wir können fast alle Zustände heilen. So, jetzt müssen wir natürlich wieder umlernen. Also wie gesagt, für die Leute, die sich gerade wundern, warum der so chaotisch spielt. Wir genießen das Spiel. Ich bin der Meinung, Final Fantasy 8 ist ein Spiel, was man genießen muss. Und deswegen spielen, spielen, spielen. Eine Mütze? Ältere Herren tragen aber keine Mütze. Die tragen meistens Hüte. Egal. So, wir müssen... Ach komm, wir fahren jetzt, gehen jetzt zum Bahnhof. Hab keinen Bock zu laufen. Aber ich muss jetzt erstmal ein fettes Lob aussprechen, dass so früh am Morgen schon so viele Leute da sind. Zumindest ein paar Leute da sind und hier gucken. Und sich quälen am Sonntag. Fetten Respekt. Ach so, halt, ich muss ja weiterziehen, ich Blödi. Weiter Levitas ziehen. Beziehungsweise Aero. Levitas lagern. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ach Quatsch, falscher. So, ich habe ja gesagt, dass wir mit Cressa Cottle, also mit Miss Mad-All, lernen wir ja gerade Karte. Wenn wir den Befehl Karte gelernt haben, können wir zum Beispiel im Kampf aus Gegnern Karten machen. Das ist richtig cool. Das wird zwar jetzt ein bisschen nervig, aber ich will Zaubertron. Das ist ein A und O in dem Spiel. Muss man nicht machen, aber es ist sehr, sehr nützlich fürs Koppeln. Vor allem, man muss Zaubertron, wenn man das Spiel zum Beispiel im niedrigsten Level durchspielen will. Es gibt zum Beispiel ein Achievement, das sau schwer ist. Zumindest im Endkampf sau schwer ist. Bis zum Endkampf ist es leicht. Wenn man Squall im untersten Level hat. Das heißt, man muss versuchen, Squall nicht hoch zu leveln. Sobald wie er ein Level up hat, also über Level 7 ist, er fängt dann mit Level 7 an, hat man es verhunzt. Also man muss es wirklich schaffen, dass Squall am Ende Level 7 hat, am Ende des Spiels. Ist aber zu schaffen. Ich habe es auch geschafft, also könnt ihr das auch schaffen. Nein, das mache ich nicht. Ich will die drei, weil das meine Main-Chars sind, will ich die drei natürlich leveln. Ist ja klar, momentan ist die Truppe ja gerade so aufgebaut, deswegen ist das cool. Hallo Zorgo oder Zorg 0, grüß dich, schön, dass du da bist. So, ihr seht schon, also Selfie ist reiner Zaubersupport. Sie greift wenig an. Außer jetzt in diesem Kampf greift sie natürlich an. Weil sie die einzige ist, die nicht Zauber zieht. So mache ich das meistens auch privat, wenn ich schnell Zauber ziehen will. Beziehungsweise wenn ich jetzt schnell das Spiel relativ schnell durchspielen will. In meinen Maßen schnell. Weil sonst immer verbringe ich Stunden mit Grinding in dem Spiel. Fantasy Star habe ich leider nie gespielt. Zumindest noch nie die aktuellen Teile. Fantasy Star auf dem Mega Drive damals habe ich gespielt, aber keinen einzigen Teil durchgespielt. Weil leider mein Englisch not so amused ist, nicht?
Nicht gut. Damals angefangen bis zur Hälfte. Ich glaube, den ersten Teil habe ich bis zur Hälfte gespielt und dann, naja, hat mich die Lust verlassen, weil es wirklich sehr nervig ist, wenn man, ja, wenn man, ups, kaum Englisch kann und sich durchquälen muss durch die englischen Begriffe. Vor allem, wenn man es alleine spielt. Oh, er ist stumm. Stumm heißt, er kann keine Zauber mehr wirken, wobei Trust Avis kaum Zauber benutzt. Phantasy Starfield des Mega Drive gibt es nicht mit deutschem Text. Also die Mega Drive Teile sind alle Englisch und waren damals auch zu meiner Kindheit Englisch. Tut mir leid, da gab es die nicht mit deutschem Text. Weil früher sind sogar die Spiele, die in Europa rausgekommen sind, größtenteils Englisch gewesen. Windmühle, oh, jetzt können wir leicht. Aber die heutigen, die neueren Teile, die gibt es auf jeden Fall mit deutschem Text, aber die sind nicht so wie die alten Teile. Weil ein Zelda zum Beispiel fürs NES ist nicht so wie ein Zelda für den GameCube zum Beispiel. Es sind komplett andere Spiele. Die haben sich halt gewandelt. Genauso ist es auch bei Final Fantasy. Final Fantasy, das ist eine gute Betonung, merke ich gerade. Was ich sagen wollte, Final Fantasy 7 zum Beispiel spielt sich komplett anders als die 13. So ist es bei Phantasy Star genauso. Also die Nachfolger habe ich nie gespielt, die aktuellen Dinger. Wie gesagt, ich bin ja mehr so der klassische Retro-Fan. Aber naja, ist ja Geschmackssache. Also PlayStation habe ich damals nicht so oft gespielt. Obwohl ich viele PlayStation-Spiele besitze. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach so, Mist. Ich habe vergessen, die Ability zu tauschen, ne? Bei der einen. Oder Rauben? Ne, haben wir. Elementarstärke, ne, haben wir gemacht. Was wollte ich jetzt machen? Ach so. Ah, ja, ja, ja. Lebenswandler. Mal gucken, was wir aus der Windmühle machen können. Ob wir da was machen können. Ne, können wir nicht. Hitzewandler auch nicht, nein. Wir müssen unbedingt die Zauberwandler lernen. Moment, wir müssen die Zauberwandler lernen. Kältewandler. Hitzewandler haben wir schon. Du machst gerade Itemwandler. Wir müssen erstmal die Wandler, weil das ist Zeitwandler. So, und deinen Donnerwandler machen wir nach Karte dann. Okay, gut. Ich merke gerade, das ist, brauchen wir auf jeden Fall. So, dann safen wir mal zwischendurch ab. Ja. Und dann gehen wir mal weiter Richtung Dings. So, die Karte dürft ihr euch ja nicht stören, wenn die offen ist, weil ich sitze ja auch ein bisschen davor. Dum, 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 dum. Oh nein, es ist ein Wendigo. Ein Monster ohne Kopf, was aber Tobsucht besitzt. Was sehr, 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 sehr geil ist. Du hast gar kein Schweigen, sehe ich gerade. Egal. Was aber sehr stark sein soll. Ach, du meinst... HZN1, da sind wir noch nicht. Ich würde dich bitten, mit der Frage mal bitte ein bisschen zurückzuhalten. Weil das, was du ansprichst, kommt ja am Ende von CD1. Darüber spreche ich dann, wenn wir dort sind, okay? Also wenn wir CD1 abgeschlossen haben, dann sprechen wir darüber, okay? Weil das wäre so eine Spoilerei, was ich jetzt betreibe und du auch. Weil es gibt eventuell den einen oder anderen, der zuguckt, der das Spiel überhaupt nicht kennt, der die Story nicht kennt. Und es gibt Leute, die werden sehr aggro, wenn man sie spoilert. Ja, ist auch richtig, hast du richtig gestellt. War ja bloß eine Bitte. Ich finde es auch sehr, sehr cool, wie wie kooperativ ihr seid, also wie ihr mitmacht. Manche hätten gesagt, oh, ich streue dir mal, ich spoiler jetzt voll hart. Finde ich echt, echt cool. Also, supi, supi, toll, toll. Supi, supi, toll, toll, genau. Aua. Okay, machen wir mal unseren Limit hier.
Und da war er tot. Und da geht er down. So, Tobsucht gibt mir alles Selfie. Weil Tobsucht ist ein guter Zauber. Eisenkugel, wow. Ein guter Zauber, den man, der die Statuswerte unterstützt, beziehungsweise immun macht. Ach Quatsch, Zauber. Tausch. Warum ziehe ich eigentlich nicht mit Selfie und ziehe mit zwei Leuten? Ganz einfach, zwei Leute ziehen natürlich mehr Zauber als eine Person. Und da Selfie den wenigsten Angriff macht, dauert das auch länger, ehe das Monster fällt. Deswegen greife ich immer mit dem Schwächsten an und ziehe mit den anderen zweien. So, dein Tobsucht noch hier. So, jetzt koppeln wir noch ein bisschen um hier. Optimal auf Magie. Ja, ja. Optimal auf HP bei dir und du machst optimal auf Stärke. Also ich werde wohl sehr oft jetzt hier im Stream die Optimalfunktion nehmen. Normalerweise, wenn ich spiele, koppel ich alles einzeln, aber das dauert zu lange. Man muss ja ein bisschen Zeit sparen. Ja, ich schreibe auch gern. Ich rede aber auch gern und viel und Mist und... Oh nein, nächster Kampf und ich habe mich nicht geheilt, ich Torfi. Und es ist... Schon wieder ein Menigo. Ja, ich mache nur bei Selfie Heilung, Angriff, Unterstützung. Bei den anderen ist es egal, weil die benutzen ja... Oh, fuck. Die benutzen ja... Die Zauber nicht. Selfie ist die einzige. Selfie und Rhinoa sind die einzigen zwei Chars, die Zauber benutzen. Deswegen... Ist es sinnlos, bei den anderen irgendwie zu... koppeln. Aber wie gesagt, ich spiele ja mit Jobsystem. Das ist halt das Schöne an dem Spiel. Es gibt so viele Leute, die spielen es total anders mit den Gruppenzusammenstellungen, mit den Kopplungen der GF. Das ist so richtig geil gemacht und das macht das Spiel so interessant. Deswegen ist es auch mein liebstes Lieblingsspiel. So, jetzt gehen wir aber hier mal langsam oder aber sicher zum Bahnhof. Ach, bei der Ordnung, Sortierung. Ja, das Problem ist, so wie man sortiert, ist es ja auch im Kampf und deswegen ist es unrelevant bei den anderen Leuten. In diesem Stream plane ich nicht, alle Waffen zu maximieren. Wobei das vielleicht doch logisch wäre, weil ich weiß noch nicht, ob ich Omega mache. Aber wenn ich Omega mache, dann würde ich ihn gerne im Max-Level machen. Weil dann macht er am meisten Spaß. Omega, alle Level 100, da macht er am meisten Spaß. Und das ist wenigstens schön schwer. Aber er ist machbar. Habe ich schon einmal in meinem richtigen, also weiß ich nicht, aber RetroPrinz hat das in seinem Stream gemacht. Alle Chars auf Level 100 und dann Omega, weil dann hat Omega knapp 1.500.000 Lebenspunkte. Und das ist richtig krass, weil man kann ja nur maximal 9.999 Schaden machen pro Angriff. Das dauert dann der Kampf. So ein halbes bis Stündchen kann der Kampf dauern, je nachdem, welche Technik man benutzt. Auf zum Bahnhof. Wir müssen sogar zum Bahnhof, weil wir nicht hinlaufen können, ich Blödi. Aber egal. Titus, auf die Frage werde ich jetzt noch nicht antworten. Einfach schauen und genießen. Ich werde nicht alles verraten. Wie gesagt, ich spoiler nicht mal auf meine Sachen. Nein, Quatsch. Nee, aber ich will das nicht verraten. Seid überrascht. Manche Überraschungen sollte man doch lieber... ja, genießen. Wobei, für die meisten Leute von euch ist es jetzt nicht so die Überraschung, aber für die Seraphim-Leute, die da sind, die vielleicht eventuell kennen, dann schon. Okay, Plexus, dann viel Erfolg und lass es dir schmecken. So, wo müssen wir jetzt hier rein? Hier vorne.
Achso, beim Bahnhof natürlich. Hier. Oh, breitbeinig ist es da. Sieht nicht gut aus. Was meinst du? Na, ich meine den Krieg. Im ganzen Land geht es ziemlich hektisch her. Und jetzt ist die Sache mit der Hexe. Der Hexenkrieg könnte wieder ausbrechen. Ich habe ein ziemlich übles Gerücht gehört. Was im Ernst? Man munkelt, dass unser Garten zum Hauptquartier werden soll. Die Hexe? Hauptquartier? Was meinst du, was dann passiert? Der Garten wird besetzt und wir werden alle da hineingemetzelt. Ich habe Angst, ich will nach Hause. Ich habe es niemandem versprochen. Ich entscheide mit dem Namen spontan. Aber ich habe erstmal hauptsächlich kommen Seraphin-Leute drin vor. Aber ich weiß, dass ich nicht so viele Seraphin-Leute kenne, wie es GF gibt. Deswegen kommen andere. Hey, wollen wir mal wohin gehen? Wohin? Das Deling-Einkaufszentrum. Heute nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Komm schon, ist doch nur für ein paar Stunden. Du hast es gut, du wohnst ja nicht weit. Ich muss zweimal umsteigen. Okay. Mach doch endlich deinen Führerschein. Texte gehen ja so schnell, weil die automatisch gehen. Okay. Mein Alter ist dagegen. Mach endlich deinen Führerschein. Was? Sonst hat er das nochmal. Mein Alter ist dagegen. Ach, die sagen das jetzt immer und immer wieder. Deswegen. Weil ich Bock drauf habe. Muss immer alles einen Grund haben in dem Leben. Warum ist die Banane krumm? Warum ist der Himmel blau? Warum gibt es Menschen? Und warum sterben wir? Es gibt nicht immer einen Grund für alles. Genauso wenig für... Naja. Nach Deling City kostet es 3000 Schill. Wollen Sie einsteigen? Ja, müssen wir sogar. Jetzt kommt auch ein schöner Teil im Spiel. Die Tür wird entriegelt. Hey, du hast es begriffen. Wenn man mal genau hinguckt, sieht man, dass Xell unter dem Auge ein kleiner Texturschnipsel fehlt. Und es sieht aus, als würde er weinen. Das ist lustig. Das Game ist aus dem Jahr... Moment. Gut, dass ich hier so ein Buch liegen habe. Das Game ist aus dem Jahr 1998, glaube ich. Oder 99. Ich muss noch mal kurz reingucken. Halt, das steht doch hier hinten drauf. Aus dem Jahr 1999 ist das Spiel. So, reden wir mal mit Excel. Warum fahren wir noch nicht ab? Warum fahren wir noch nicht ab, Mann? Er hat eine ganz andere Stimme gehabt letztes Mal. Nee, 1999 ist bei uns rausgekommen. Das aktuelle ist das nicht, nee. Sieht man doch schon an der Grafik. Ich lasse sie lieber allein. Okay, gut. Also zu Selfie gehen wir nicht. Ah, jetzt kommen noch die anderen. Naja, es ist keine HD-Auflage in dem Sinne. Das ist eine Fehlinterpretation. Die Leute schimpfen immer, das sieht so scheiße aus. Die preisen das mit HD an. Das stimmt überhaupt nicht. Das Spiel wurde nicht mit HD angepriesen. Man hat zwar in der Beschreibung gelesen, dass man die Texturen mit etwas besseren Texturen ausgetauscht hat. Aber das ist keine HD-Auflage. Es ist zwar hochgerendert auf HD, aber es ist nicht als HD angepriesen und wird nicht als HD betitelt. Es heißt nicht Final Fantasy 8 HD, nirgendwo steht HD, 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 sondern man hat einfach nur die Charaktermodelle leicht verbessert und die Landschaftstexturen. Man sieht ja immer noch, dass es total verpixelt ist, aber man hat es so verbessert, dass man das auf einem Nicht-PAL-Gerät besser erkennen kann, was zum Beispiel bei der Original-PC-Version nicht der Fall ist. Da ist alles etwas matschiger und verschwommener, genauso die Texturen. Also wie gesagt, es ist keine HD. Also da kriege ich schon Hals. Nein, kriege ich nicht, aber es ist wirklich kein HD. Das aktuelle ist Final Fantasy 14, A Realm Reborn, beziehungsweise Final Fantasy 13,
kann man eigentlich schon sagen. Final Fantasy 13, der dritte Teil. Naja, okay, gut. Also über Final Fantasy 15 werde ich mich jetzt hier nicht streiten. Genau, HZN hat es begriffen. Also 1999 kam es für die PlayStation raus und 2000 dann ein Jahr später für den PC. Genauso wie es bei Final Fantasy 7 war, ein Jahr später auf PC. Ich glaube, 97 war Final Fantasy 7 und 98 für PC, ich weiß auch nicht genau. Der Zug nach Deling City fährt in Kürze ab. Aber es ist egal, auch wenn das Spiel alt ist, ist es dennoch gut. Besser als die 13, auf jeden Fall. Wir warten noch mal Sascha. Ach ja, Rhinoa. Mit diesem Zug kommen wir nach Deling City. Warum lacht die so blöde? Geteiltes Schicksal, oder was? Maybe. Was machen wir mit ihm? So, also Irvine ist ja neu in der Gruppe und noch niemand kann sich so richtig mit ihm identifizieren oder ihn leiten. Irvine, er war ja ganz still. Magst du nicht mal schauen, ob Selfie alleine klarkommt? Nee, eigentlich nicht. Dieser Irvine darf das Abteil nicht betreten. Schließ ihm ja nicht auf. Es ist doch schon aufgeschlossen. Oh mein Gott, okay, dann gucken wir mal. Du und ich, wir beide teilen uns das Schicksal. Hä, was denn? Liebeskummer. Nein. Bis später. Liebeskummer. Mein Herz pocht. Was ist los mit mir? Dieser Einsatz ist wichtig. Du musst jetzt lernen, mit dem Druck fertig zu werden. Puh. Wann kommen wir in Galbadia an? Achso, die sagte immer dasselbe. Kommen wir jetzt hier rein? Ne, hier kommen wir nicht mehr rein. Okay, gut, gehen wir zurück. Oh, Sascha! Irvine Kineis, du hast eine Schlüsselposition. Reiß dich lieber zusammen. Weil niemand versteht mich. Ein Scharfschütze ist immer allein. Die einsamen Momente und die Concentration, während man alles auf einen einzigen Schuss setzt. Oh mein Gott, man kann das auch zweideutig verstehen, aber egal. Aber ich denke sowieso, Irvine ist schwul, auch wenn er sich an die Frauen ranmacht. Der seelische Druck beim Abdrücken, die Spannung in so einem Augenblick. Zweideutigkeit. Ich muss von nun an all das durchstehen. Ich hab Angst. Deswegen darf ich mich doch wenigstens jetzt ein bisschen austoben, oder? Wollte ich nur gesagt haben. Damn. Die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf die Fahrt haben. Ich wiederhole. Die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf die Fahrt haben. Eigentlich auf den Zeitplan, aber man muss ja spontan sein, nicht? Zugfahren! Am Gleis 1 fährt Zug so und so ab, am Gleis 2 der nach Garten West. Der Zug nach Timber fällt heute leider aus. Bitte bis zur weißen Linie zurücktreten. Am Gleis 1 fährt der Zug in die Wüste ein. Achso, okay, gut. Man kann das nicht lesen, weil der Text sich über... Nein, nicht Karten spielen. Was, die Elementregel? Was? Die Elementregel hat sich hier verbreitet. Ist kein Problem. Oh, das ist ja blöd, dass der Text da drüber ist. Jetzt kommt eine sehr, sehr geile Sequenz. Achtung, 3, 2, 1, go. Nee, halt noch nicht. Jetzt kommt die geile Sequenz. 3, 2, 1 und go.
Ich hab Go gesagt. Ich finde das so geil. Batman. Nee, ich finde das so geil, dass man hier so Filmsequenzen übergehendweise in das richtige Spiel reingefügt hat. Das ist richtig cool gemacht. Das hat ja Final Fantasy 7 schon probiert, nicht ganz so hingekriegt. Final Fantasy 8 schafft das auch noch nicht so perfekt. Und Final Fantasy 9 schafft es halbwegs perfekt. Das ist richtig gut gemacht. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Hallo? Kann man mit Selfie reden? Was machen wir jetzt, Chef? Wir werden Oberst Carway besuchen. Er wohnt im Beamtenbezirk. Offiziell sind wir als Verstärkung für die Sicherheitskräfte hier. Vergesst also unsere Tarnung nicht. Ob Laguna jetzt hier ist? Keine Ahnung. Also man muss mit denen reden, dann geht's erst weiter, okay. So, in der Stadt waren wir ja schon mal in einer Laguna-Traumsequenz sozusagen. So, und hier sind so Autos, mit denen kann man von Stadtregion zu Stadtregion fahren. Brauchen wir aber nicht, weil wir erforschen die Stadt so. Beziehungsweise gehen so zu der Villa. So, Dirk hat wieder Probleme mit seinem Rechner. Ein neues Zeitalter beginnt. Wir Frauen schreiben von nun an Geschichte. Ob die Hexe auf der Seite der Frauen ist? Siehst du, die wissen nämlich alles schon von der Hexe, deswegen war das jetzt nicht so gespoilert. Die Hexe will an die Regierung oder ist an der Regierung und will natürlich dadurch die Welt regieren. Der ist nur für die Gäste unseres Hotels. Okay, dann schlafen wir hier einmal, damit wir die Timbermaniac mitnehmen können. Willkommen, wenn Sie nicht reserviert haben, benötigen wir eine Vorauszahlung. Okay, 100 Gil. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nacht. Und wir kriegen natürlich genau das gleiche Zimmer, in dem Julia und Laguna damals, beziehungsweise, war das damals? Nee, es muss ja nicht damals gewesen sein. Nein! Nicht rausgehen. Och Mann. Vielen Dank für Ihren Besuch. Schönen Tag noch. Jetzt muss ich nochmal hier schlafen. Ja, komm. Nochmal 100 Gil weg. So, okay, hier liegt Timbermaniac unter dem Bett. Ah, komm, nimm mit. Eine alte Timbermaniac gefunden und gelesen. Yo, man. Okay, können wir wieder rausgehen. Ist blöd, dass man immer bezahlen muss dafür, aber es ist halt so. Vielen Dank für Ihren Besuch. Schönen Tag noch. So, die Bar kennen wir schon. Da waren wir schon mit Laguna drin. Bloß, das Schöne ist, wir können jetzt die ganze Stadt erforschen, weil... hier konnten wir zum Beispiel mit Laguna nicht hin, weil nämlich alles zugeparkt war. Aber wir kommen jetzt hier hin. So. Was brauchen wir denn hier noch? Eisenrohre. Oh, wir können die Rising Sun herstellen für Rhinoa oder Sascha. Machen wir auch direkt. Schwupps, damit hat Rhinoa die zweitbeste Waffe im Spiel. Nice. Beziehungsweise Sascha. Sie heißt ja Sascha. So, was hat in der Daling City Shop so alles? Auch nur Schmarrn. Also in Final Fantasy 8 sollte man echt ein bisschen sparsam mit dem Geld umgehen, weil es hier nicht so schnell Geld gibt. Aber später kriegt man dann richtig schön Geld. So, wir gehen hier hoch. Weil wir sollen ja zu Carway gehen und mit ihm reden. Man könnte jetzt übrigens wieder Engel farmen, wenn man Engel verbraucht hat oder so. Weil man kommt in die Kanalisation natürlich wieder, wo wir mit Laguna schon waren. Aber kommt auch bloß bis zu dem Tor. Blitzrad gefunden, wer soll ziehen? Zieh du mal. So, die Nummer 1 der gabanischen Armee, Oberst Carway, plant er einen Putsch. Irgendwie scheint es nicht sein Ziel zu sein, den Präsidenten zu stürzen. Okay. So, hier ist die Villa, da wollen wir rein. Aber der Typ lässt uns nicht vorbei. Das hier ist die Villa von Oberst Carway, aber so einfach darf ich sie nicht durchlassen. Er muss wissen, dass wir kommen. Wir sind darüber informiert. Aber Oberst Carway möchte sie zuvor auf die Probe stellen. Er will uns wohl auf den Arm nehmen. Probe? Was sollen wir denn tun?
Nordöstlich von der Stadt ist das Grab des unbekannten Königs. Sie müssen zuerst dorthin gehen. Eine einfache Aufgabe. Wenn Sie dort sind, müssen Sie eine Nummer ausfindig machen. Eine Nummer? Wir sind so weit gereist und er fängt mit so einer komischen Nummer an. Er unterschätzt uns, sieht's vollkommen. Es kommen jeden Tag so viele Schüler, um den Oberst zu sehen. Gestern kam jemand vom Galbadiergarten aus dem Grab des unbekannten Königs, ist ja noch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt befindet sich das Grab des unbekannten Königs. Gehen Sie in das Grab hinein und suchen Sie den Schüler. Bringen Sie seine Schülernummer in Erfahrung. Das Objekt, nach dem Sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf diesem Objekt. Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen, sonst kommen sie niemals lebend heraus. Wir gehen aber weiter, weil wir sind keine Anfänger. Ich gebe Ihnen erst einmal eine Karte, die übrigens sehr unnütz ist. Im Grab des unbekannten Königs können Sie die Karte mit B9 betrachten. So, das ist die Karte, die ist total unnütz eigentlich. Weil in dem Grab lautet das System, einfach immer nur nach rechts abbiegen, dann verläuft man sich nicht. Erst immer nach rechts abbiegen, solange bis man wieder draußen ist und danach nochmal reingehen und geradeaus laufen. Dann macht man alles richtig. Also nicht irgendwie anfangen links, geradeaus oder so, einfach immer nach rechts abbiegen. Wenn Sie bei geöffneter Karte B4 drücken, können Sie direkt ins Freie entfliehen. Dafür sinkt aber Ihr Seed-Level. Das will ich nicht. Die Antwort geben. Manchmal ist die Antwort einfach nur 2. Ich probiere es einfach mal. Ah, okay. Es ist nicht 2, weil... Okay. Dann ist es 1, 2, 2. Sie dürfen nicht einfach raten. Sie wünschen. Wir geben die Antwort. 1. Ach nee, 1, 2, 2 geht ja nicht. Dann machen wir 1, 2, 1. Ach so. Moment, er will ja erst die einer Stelle haben. Ja, ja. Die Antwort geben. Auf der einer Stelle ist die 2, danach kommt die 0, dann kommt nochmal die 0. Zwei. Sie dürfen nicht einfach raten. Okay, gut, diesmal ist es nicht 2. Warten Sie bitte, bis der Bus zum Präsidentenpalast eintrifft. Sprechen Sie mich dann an, wenn der Bus anhält. Sehr oft ist die Antwort einfach 2, aber diesmal ist es wieder mal eine neue Nummer. Ich müsste mir mal die ganzen Nummern aufschreiben, weil es wird immer randomized ausgewählt zwischen vielen Nummern. Ja, deswegen sage ich es ja. Einfach immer nach rechts gehen, dann machst du erstens mal, wenn du nicht in das Grab willst, einfach geradeaus gehen, die Nummer holen, zurückgehen. Ansonsten immer nach rechts gehen. Dann machst du die Quest, die es in der Grab gibt, komplett. Und, warte, ich laufe schon wieder zurück. Und verläufst dich auch nicht. Weil das Problem ist, wenn du dich einmal da drin verlaufen hast, nützt dir die Karte auch nichts, weil die Karte... ist unnütz, weil es zeigt dir nicht an, wo du bist in der auf der Karte. La 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 la. So, Folge halt sind wir ja, weil wir ja geschlafen haben. Zweimal. So, raus hier jetzt. Wobei ich sagen muss, die Stadt ist auch ein ganz schöner Irrgarten. Wenn man sie nicht kennt. So, gut, dann wollen wir mal zum Grab des unbekannten Königs. Das müsste eigentlich, wo war denn das jetzt nochmal? Da oben. So, nochmal safen. Habe ich auch beim ersten Mal auch, habe ich mich auch verlaufen. Man muss sich das eben halt, das ist halt das Schöne an dem Spiel, man muss es mehrmals spielen und sich alles erarbeiten. Keine Ahnung, ist schon zu lange her, damals.
Hallo, das war 1999, wo ich das erste Mal gespielt habe, also wo es rausgekommen ist. Da kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Das ist 15 Jahre her. Da war ich gerade mal halb so alt wie jetzt. Doch, sowas vergisst man. Wenn man sehr viele Computerspiele spielt, vergisst man das auch. Ich erinnere mich doch nicht an jedes Detail von jedem PC-Game, beziehungsweise Telespiel oder was auch immer ich gespielt habe. Das macht keiner. Kai. Es kann so sein, dass du dich exquisit an diesen Moment erinnern kannst, aber du kannst dich auch nicht an jeden Moment von jedem Computerspiel erinnern. Für mich war es jetzt nicht so relevant, zu wissen, wie lange ich da drin umhergeirrt bin. So, ich hätte nichts dagegen, wenn nochmal so ein Bendigo kommt. Hallo, Tschüss, sei gegrüßt. Und wer ist Mike? Ach ja, Retro-Prinz ist ja Mike. Ich bin der Ronny. Nicht der Mike. Ach so, halt, ich hätte ziehen müssen mit Selfie. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch nicht mal Tron. Weil er jetzt sterben wird, oder? Nee, noch nicht. Ah, ihr seht, die Gegner oder viele Gegner schlafen jetzt ein, weil nämlich Squall auf der Elementarangriffs Kopplung im Elementarkopplungs Bereich hat er Schlaf gekoppelt. Elementarangriffskopplungsbereich. Boah, schweres Wort. Kältewandler, na endlich. So, jetzt können wir erstmal gucken, was es hier noch so gibt. So, dann machst du erstmal deinen Elementargriff weiter. So, jetzt können wir Windzauber machen, das ist cool. Nee, doch nicht. Ach, Windzauber war ja Blitz, ich bin auch blöd. Egal. Und weiter geht's. Nein! War schon fast da. Problem bei Schlaf ist eben halt meistens wachen die Gegner wieder auf, wenn man nochmal angreift. Aber das gleiche ist ja wie bei uns. Wenn wir schlafen, werden angegriffen, wachen wir auch wieder auf. Aber einen kurzen Zeitboost gibt das uns schon, wenn die schlafen, weil in der Zeit lädt sich ja ihre Angriffsleiste nicht weiter auf. So, jetzt aber rein hier. Ups, cool. Da sind die Schüler, die noch nicht zurückgekehrt sind. Levitas! Hey, Süßis. Na egal, okay. Protest gefunden. Selfie natürlich. Weil wir protestieren ja. Okay, Ende CD1 ist geplant gegen 16 Uhr. Titus. Okay, dann wollen wir mal hier reingehen in das Grab des unbekannten Königs. So, also man soll hier rein, man soll die Schülernummer von den Schülern holen. So, hier liegt nämlich ein Schwert, was erstmalig auf der PC-Version oder seit der PC-Version als Schwert gedeutet werden kann, weil auf der PlayStation-Version kann man das hier nicht als Schwert erkennen, beziehungsweise schwer als Schwert erkennen, weil das so vor Pixeln verschwommen ist. Bis 16 Uhr schaffe ich niemals Final Fantasy 8 durch. Da müsste ich jetzt rushen, aber das will ich nicht. Ich will ja genießen. Schüler Nummer 29. Okay, mit 2 ist auf jeden Fall drin. So, jetzt kann man zurückgehen, die Nummer abgeben. Alles ist tutti. Aber da wir ja hier die Geheimquest machen wollen, gehen wir jetzt immer nach rechts.
Hier gibt es nämlich noch eine versteckte Bestia und die holen wir uns natürlich. Und dazu immer nach rechts gehen, weil ich kann ja nochmal die... Ne, was war denn jetzt die Karte hier? Ja, genau. Weil, wie man die Karte sieht, unten ist der Eingang. Wenn man immer nach rechts geht, also immer an der rechten Wand lang, seht ihr das, kommt man automatisch wieder raus und kann sich nicht irgendwie verfriemeln in der Mitte. So, jetzt müssen wir gleich in den ersten Raum kommen. Ja, yep. Oh mein Gott, wer steht denn da oben drauf? Ihr da! Was macht ihr hier? Ein Fight! Oh nein! Ein Rinderfight! Er heilt sich dauerhaft, diese Sau. So, bei ihm könnte man Angel. So, wir lagern bei ihm jetzt erstmal Protest und Shell. Es ist sehr, sehr wichtig. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Das Fiese ist, in jeder Runde heilt er sich einmal. Ist aber nicht so schwer. Naja, ich finde es nicht nervig, weil das Problem ist, er ist nicht kein Problem, sondern wir machen ihr dann viel Schaden. Hallo Faustus, grüß dich, schön, dass du da bist, dass du hergefunden hast. Richtig. Richtig, Plexus, es hat einen Grund, warum die Schüler am Anfang Levitas geschrien haben. Weil Levitas in diesen Dungeons sehr, sehr nützlich ist. Allgemein. Ich will jetzt nicht mehr sagen, aber gegen viele Gegner hier im Dungeon, vor allem gegen diesen Rinderteufel hier, will ich ihn jetzt einfach mal nennen. Auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wie der heißt. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, HZN. Dann bis später. Danke fürs Reingucken und nochmals danke fürs Follow. Sehr, sehr nett von dir. Secreto heißt er. Weil er ein geheimnisvoller Bulle ist anscheinend. Das Schöne ist, er heilt sich zwar immer, aber er macht wenig Schaden. Weil das Schöne ist, wir sind nämlich noch in einem niedrigen Levelbereich. Bis Level 20 oder so macht er wenig Schaden. Das heißt, ist er für uns keine Gefahr. Wenn man dann Level 20 bzw. 30, 40 überschreitet, je nachdem wie hoch man ist, wird er extrem schwer. Allgemein, die Gegner werden ja immer schwerer, je höher man im Level ist. Okay. Und das ist bei dem genauso. Tesun, ob sich Mike für Steam Final Fantasy 13 holen wird, kann ich dir beantworten, die Frage. Hallo, Asuka Maus, grüße dich. Er hat es sich schon längst geholt, er hat es schon vorbestellt, soweit ich weiß. Final Fantasy 13.3 habe ich noch nie gespielt. So, Achtung, jetzt kommt ein Dosengeräusch. Ein Döschen auf euch. Prüstchen. Übergelaufen. Also 13.3 werde ich vielleicht auch irgendwann mal spielen. Ich hoffe ja mal, dass sie die 13.2 für den PC auch noch releasen irgendwann. Weil der ist mega geil. Den habe ich so gesuchtet. Und den wird Prinz natürlich auch suchten auf seinem Kanal. Momentan ist er ja auch wieder im Final Fantasy Fieber. Da wird ja gerade Final Fantasy 4 gezockt ohne Ende. Aber hier kommt Final Fantasy 8, ist ja klar. Ich bin nicht Mike, ich bin Ronny. Ich bin der uneheliche Zwillingsbruder aus zweiter Hand von ihm. Mike pennt noch. Er kommt später, hat er gesagt. Mal gucken.
Das Ende ist cool gewesen von Final Fantasy 13. Und viele haben ja geschimpft, to be continued und sowas. Aber war ja klar, dass da noch was kommt. Ich finde allgemein auch spielerisch die 13 cool mit diesen ganzen Zeitepochen und so. Und die Story entwickelt sich eben halt so verschoben und so durcheinander. Viele kommen damit ja überhaupt nicht klar, aber ich finde das richtig cool gemacht. Also, Miss Mad-All, das sehe ich jetzt als Beleidigung. Ich bin beleidigt. Nö, nö, nö. Mir wurde ja gesagt, dass du eine ganz liebe und nette bist, aber momentan kommst du mir nicht so vor. Bei 10-2, die 10-2 finde ich aber auch besser als die 10, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist Geschmackssache. 13-2 habe ich gesuchtet. Die 13 habe ich abgebrochen nach 8 oder so oder 7-8 Stunden Spielzeit, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Oh mein Gott. Wer hat da was auf dem Kopf? Wo hat ja wer was auf dem Kopf? Auf dem Kopf? Hat doch gar nichts auf dem Kopf. Haare sind das. Haare. Nein, ich mag es wegen dem Kampfsystem. Ja, und wegen dem Kostümsystem, gebe ich zu. Aber nicht wegen dem Kostüm. Ich finde es einfach cool. Juna hat einen geilen Charakter bekommen. Sie hat sich halt schön entwickelt. Riku sieht teilweise so, oder sieht besser aus als in der 10. Ich finde das mit der Musikband finde ich eine gute Idee. Und naja. Was, ihr habt Tiere auf den Kopf? Seit wann trägt man Tiere auf den Kopf? Ich finde allgemein die Story cool von X2. Ich finde die trotteligen Erzfeinde, oder also diese Tussi mit ihren zwei Typen, finde ich genial. Und eben halt, dass das so anders ist wie alle anderen. Weil man direkt die Mission aussuchen kann und so. Und weil das nicht so wie die 10 ist, einfach so aneinander geklatscht ohne Weltkarte und so. Das Problem ist bei der 10, sie haben das einfach so strikt geändert, dass man keine Weltkarte mehr hat. Dass man alles aneinander spielen muss. Dass man erst gegen Ende des Spiels relativ leicht umherreisen kann. Und das stört mich ein bisschen bei der 10. Und die Story bei der 10 ist beim ersten Mal spielen echt sehr, what the fuck. 1000 Jahre später sind wir auf einmal hier. Was hat das zu bedeuten? Und naja. Aber was soll's? Sind eben halt Geschmackssachen, ne? Oh mein Gott, wir müssen noch so viel ziehen. Tobsucht will ich gar nicht ziehen. Shell will ich noch voll haben. Ja, ich weiß. Ich zauber Tobsucht auf ihn, weil ich nichts mehr lagern kann mit Selfie. Mit Selfie will ich nicht angreifen. Wobei, mit Selfie könnte man angreifen, weil das heilt er ja locker weg. Das machen wir jetzt auch mit Selfie angreifen. Er ist übrigens, kleiner Tipp, Secreto ist immun gegen alle Statusveränderungen. Halt. Hallo, Hyde, Tomatsu, sei gegrüßt.
Selfie hat alles voll, mit ihr kann man nichts mehr lagern. Schelma 1 erhalten, das kann ja ewig dauern. Also Xell hat einen ziemlich schlechten Magiewert, sieht man. Er zieht nur 1, 2, vielleicht auch manchmal 3. Je höher der Magiewert ist, desto mehr zieht man natürlich auch Zauber aus der Logo. Also Selfie hat den besten Magiewert, weil sie schon von, Entschuldigung, vom Charakter aus einen Magieboost hat. Und dadurch, dass wir sie auf Magie gekoppelt haben, zieht sie bei fast jedem Draw 9 bis 8 Mal immer alles. Was bei den anderen natürlich nicht so der Fall ist. Also Selfie bietet sich richtig an, als Magier zu spielen. Plexus, hab ich doch gerade schon mal gesagt, ich ziehe nicht mit Selfie, weil Selfie schon alles Viers voll hat. Deswegen kann ich nicht mehr ziehen mit Selfie. Einen wunderschönen guten Morgen, Proli! 1486, sei gegrüßt. So, in der Hoffnung, dass sie jetzt mal langsam fertig werden mit ziehen. Ah, Squall ist tot. Übrigens ist es eine gute Methode, wenn man jetzt Squall den Erfolg machen will. Ja, Level 1, mit dem niedrigsten Level durchzuspielen, weil dann sollte man Scroll immer tot in der Gruppe lassen. Ich eine Ausbildung? Sehe ich ausgebildet aus? Nee. Hallo Sorgo oder Sorg 0. Sei gegrüßt wieder mal, Baby. Los, beeilt euch jetzt mit ziehen. Ich will den jetzt endlich niederklatschen. Mit seinen, ja, Wrestlerhosen und seinem glatten Anzug oben. Na, 5 bis 10 Minuten dauert es vielleicht noch. Maximal 10 Minuten, aber ich denke mal 5 Minuten ungefähr.
Jetzt greift er an. Heilung, Angriff. So, ich zauber mal nochmal Protest auf meine zwei Typis, weil Protest schwächt ja den physischen Angriff ein bisschen ab. Deswegen machen wir den Blitz einfach mal so. Schell mal eins. Warum muss immer mal eins ziehen, Mann? Welcher äußere Schein von was? Achso, wegen dem Plattenpanzer und so. Oh nein, trotz Abwehr gestorben. Einer der Besten der Besten. Okay. Vielleicht. Das Geile ist ja, der Plattenpanzer, hat man ja gerade eben gut gesehen, ist direkt verschmolzen mit dem Unterteil, mit dem Anzug. Also geht direkt nahtlos über. Hallo Dekompressioners, grüß dich. Werde doch mal fertig mit ziehen, Mann! Protest hat auch nicht so lange gedauert. Protest und Shell sind sehr gute Kopplungszauber, deswegen ziehe ich die. Sonst würde ich ihn einfach nur niederknüppeln. Außerdem, man kann die zwar auch mit Itemwandler herstellen, aber so sparen wir uns wenigstens diese Items auf zu sammeln. Ups. Beziehungsweise diese zu verschwenden für diesen Zauber. Ja, ich weiß, misslungen, weil ich schon hatte. So. Memes. Hey, bist du blöd oder was? Das dauert aber echt ewig, ey, weil ich gesagt, oh, 7 Mal gezogen, was ist denn da, ja, da jetzt kaputt? Dragon Quest? Welches Dragon Quest? Dragon Quest ist auch gut, der 8. Teil zum Beispiel ist Bombe. Dragon Quest 8 für die PlayStation 2. Ist eben halt Geschmackssache. Ich mag eben halt persönlich an Dragon Quest, weil Akira Toriyama zum Beispiel das Artdesign übernimmt meistens bei den Teilen, zumindest meistens ist es Monster- und Charakterdesign, nur manchmal auch komplett Artdesign. Okay, die sind alle voll, da kann man jetzt hier anfangen. Hallo Fredstone, grüß dich. Hallo Fatality und hallo Giranos. Okay, das war's. Okay, fertig. Ist schön viel Damage rausgehauen.
die sind ja stark. Mit einem Xellangriff niedergemetzelt. Die GF haben 20 AP erhalten. Karte, na endlich. Itemwandler, geil. Zeitwandler, nice. Rinderkacke, ihr werdet es büßen. Und tschüss. Und er springt von dem Schalter und der Schalter deaktiviert sich. Den Meteorwurf kann ich aus dem Kopf. Ja, ich kann alle Attacken von Xell aus dem Kopf. Aber es lohnt sich nicht. Meteorwurf ist eine Final Attack, das heißt eine finale Attacke, die sofort die Combo abbricht und die Combo beendet. Die finalen Attacken sind aber ab einem gewissen Punkt schwächer als die normalen Attacken, weil die finalen Attacken greifen nicht auf den Stärkewert des Charakters, sondern auf den Level des Charakters. Je höher der Level ist des Charakters, desto mehr Schaden macht der, machen die Finalattacken. Aber da Xell bei mir durch Stärke gepusht wird, sind dann die normalen Attacken irgendwann mal stärker als die finalen Attacken. Deswegen macht es keinen Sinn, die finalen Attacken zu üben. Man sollte lieber die normalen Attacken immer in Reihe spielen, weil man damit insgesamt mehr Schaden macht als eine Final Attack. So. So, jetzt können wir den Kartenwandler hier lernen. Seht ihr das?